I go. Hi Leute, was geht? Mein Name ist Joel und ich begrüße euch alle herzlich zu einem neuen Video. Im heutigen Video schauen wir uns mal die H&M Blank Staple Kollektion 2.0 an. Vor circa einem halben Jahr hat H&M schon mal so eine Kollektion rausgebracht, allerdings in anderen Farben. Die ist auch ganz gut angekommen. Ich glaube, damals war es so ein Braunton, ein Weißton und ein Schwarzton. Heute haben wir hier Flieder mit dabei, Creme-Weiß, Stahlgrau und es gibt auch noch einen Schwarzton, den ich jetzt nicht mitbestellt habe. Allgemein kann man sagen, dass H&M auf jeden Fall durch diese ganze Streetwear Bewegung und Streetwear-Szene gemerkt hat, dass sich Hoodies und Jogginghosen gut verkaufen, vor allen Dingen jetzt auch während der Corona-Pandemie, wo sowieso jeder locker angezogen sein will, und hat dafür hochwertige Pieces rausgebracht, die nicht bedruckt sind, also keins von dieser Pieces hat irgendeinen Druck drauf. Sie sind alle hochwertiger produziert worden und sind sehr minimalistisch gehalten, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich trage sowas sehr gerne. Hoodies aus dieser Kollektion kosten 35 Euro, lange Jogginghosen kosten 30 Euro, kurze Jogginghosen und T-Shirts kosten 15 Euro und außerdem gibt es noch Socken und Cappies in den entsprechenden Farben. Außerdem wollte ich noch diese Kollektion mit der vorherigen Kollektion vergleichen, weil ich mir aus der vorherigen Kollektion zwei Pieces bestellt habe, beziehungsweise zwei Jogginghosen und zwei Oberteile. Der Vergleich ist aber nicht nötig, weil die Anziehsachen sind vom Schnitt her und von der Optik fast identisch. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass die erste Kollektion ein bisschen gerochen hat. Das kann daran liegen, dass Enzyme beispielsweise verwendet worden sind, die diesen Geruch ausgelöst haben. Bei dieser Kollektion ist es nicht so. Diese Kollektion hat einen höheren Bio-Baumwollanteil, also war jetzt in der ersten Kollektion, glaube ich, gar nicht vorhanden. Macht sich vielleicht bemerkbar dadurch, dass der Stoff ein Stückchen weicher ist und angenehmer zu tragen ist, aber ist jetzt kein Riesenunterschied, sag ich mal. Die Frage ist jetzt, kann so ein 35 Euro Pulli von H&M mithalten mit so einem 80, 90 Euro Pulli von einer hochwertigen Streetwear-Marke? Die Antwort auf diese Frage bekommt ihr am Ende des Videos. Vorher würde ich euch noch gerne zeigen, wie die ganzen Sachen angezogen aussehen. Kommen wir mal zu den ersten zwei Pieces, und zwar einmal so ein Oversize-T-Shirt in Flieder und dazu die passende kurze Hose in Flieder. Ich dachte mir, das ist ein schöner Sommerton, also so ein Pastell-Lila. Das kann man sehr gut im Sommer tragen oder auch an Frühlingstagen, wo es sehr hell ist. Allgemein, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Stoff sehr dick ist. Dafür steht H&M ja mit seiner Blank Staple Kollektion. Außerdem heißt jetzt nicht schwerer Stoff gleich gute Qualität. Also da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle. Aber bei schweren Stoff ist es schon mal so, dass die Anziehsachen halt resistenter sind in der Waschmaschine, dass die nicht so schnell dort kaputt gehen oder sehr schnell sich ausdehnen bzw. sich stretchen lassen. Vor allen Dingen, weil hier auch 100% Baumwolle drin ist. Also das ist ein sehr schwerer Stoff. Der Nachteil an so welchen Stoffen ist, dass sie sehr leicht Knicke bekommen. Also da müsst ihr eigentlich immer darauf achten, dass ihr die Sachen bügelt, sowohl bei den Oberteilen als auch bei den Hosen bzw. bei den Jogginghosen und bei den kurzen Hosen. Kommen wir mal zum Outfit-Video, damit ihr sehen könnt, wie die ganzen Sachen fittet. Und ja, fangen wir mal direkt hier mit diesen lilanen Sachen an. Also meine Meinung zum Fitting ist, sie fitten auf jeden Fall sehr gut. Ich trage normalerweise eine Größe M. Ich habe auch alle Sachen heute hier in der Größe M bestellt. Oberteile sitzen perfekt, alles schön oversized, alles schön locker. Bei den Hosen ist es allerdings so, dass ich diese ein Stückchen weiter nach oben tragen muss und sie mit der Kordel eng zumachen muss, weil ich würde sagen, da könnte man sogar eine Nummer runtergehen. Beispielsweise könnte ich mir S bestellen, habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass das vielleicht zu eng ist. Also falls ihr euch Sachen bestellt, bestellt mal lieber bei den Hosen eure Größe und dann noch eine Größe darunter, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. Allgemein kann ich sagen, ich bin vom Fitting bzw. von den Schnitten sehr überzeugt. Also dieses Oversize-T-Shirt sieht jetzt gar nicht aus wie so ein H&M Oversize-T-Shirt. Das könnte auch von irgendeiner anderen Marke sein bzw. eine teure Marke. Da hat H&M auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet. Die Hosen sind auch cool. Von der Länge her sind sie nicht zu lang, aber sie sind auch nicht zu kurz.
Das finde ich halt sehr gut an dieser Kollektion, beziehungsweise an diesen kurzen Hosen aus dieser Kollektion. Und ja, ich würde sagen, machen wir mal direkt weiter. Kommen wir mal direkt zu den nächsten zwei Pieces hier neben mir auf der Kleiderstange. Und zwar einmal so ein beigefarbener Hoodie und dazu die passende lange Jogginghose diesmal, also keine kurze Jogginghose. Die Farbe ist extrem im Trend, muss ich sagen. Da müsst ihr nur aufpassen, dass die Sachen nicht dreckig werden, weil ihr wisst, helle Anziehsachen werden natürlich schnell dreckig. Wenn ihr euch mal irgendwo hinsetzt draußen, kann es schon mal passieren, dass ihr dann eine dreckige Jogginghose habt. Die Farbe, wie gesagt, gefällt mir sehr gut, ist auch momentan im Trend. Und wie das Ganze angezogen aussieht, das verrate ich euch jetzt. Kommen wir mal zu den letzten Pieces, und zwar ein Hoodie, eine lange Jogginghose und eine kurze Jogginghose in der Farbe Stahlgrau. Die Farbe gefällt mir besonders, sieht man auch gar nicht so häufig, weil es ist kein heller Grauton, aber auch kein dunkler Grauton, ist eher so ein, ja, ich würde sagen, so ein Grau vermischt mit so einem Blauton, finde ich extrem, extrem schön. Also ist wirklich mein Lieblingspiece, beziehungsweise meine Lieblingsfarbe aus dieser Kollektion. Wenn ich eine Farbe euch empfehlen würde, würde ich euch auf jeden Fall diese Farbe empfehlen, da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und wie das Ganze angezogen aussieht, das erfahrt ihr jetzt im Outfit-Video. Ich habe in meinen Outfit-Videos immer die gleichen Farben zusammen kombiniert. Das müsst ihr natürlich nicht so machen. Beispielsweise könnt ihr auch so eine fliederfarbene Jogginghose kombinieren mit einem beigefarbenen Oberteil. Das würde sehr gut aussehen. Oder halt so ein Stahlgrau auch mit einem Schwarzton. Das würde auch sehr gut aussehen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nur gemacht für meine Outfit-Videos. Und um ein Fazit zu ziehen, um meine Frage zu beantworten ganz am Anfang, können diese Anziehsachen mit hochwertigen Streetwear-Brands mithalten? Die Antwort auf diese Frage ist teilweise. Warum jetzt nur teilweise? Und zwar haben die hochwertigen Streetwear-Brands meistens noch bessere Qualität, wobei ich sagen muss, dass die Qualität von diesen Blank Staples schon echt sehr gut ist. Also es ist ein sehr dicker Stoff, es ist Biobaumwolle und es ist tausendmal besser als die normalen Anziehsachen von H&M. Was H&M noch verbessern könnte, wären auf jeden Fall hier die Kapuzen, die könnten mehr stehen und die könnten die Kordeln rausnehmen. Das sieht meiner Meinung nach auch nicht mehr so gut aus. Die hochwertigen Streetwear-Brands arbeiten meistens mittlerweile mit weichen Stoff. Hier wird mit sehr harten Stoff gearbeitet, was ich aber auch sehr cool finde. Und ihr müsst euch die Frage stellen, wollt ihr 35 Euro für ein Hoodie ausgeben oder wollt ihr 80 bis 90 Euro für ein Hoodie ausgeben? Also mir ist es nicht wichtig, 80 bis 90 Euro auszugeben von einem Hoodie, wo jetzt nichts drauf ist, der natürlich noch einen Ticken besser ist in der Qualität und im Fitting. Mir reicht schon 35 Euro Hoodie, auch in coolen Farben. Und wie gesagt, die Frage müsst ihr euch stellen. Und ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne jetzt und folgt mir gerne auf Instagram für Outfit-Posts und private Einblicke. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.